Täglich werden in Deutschland bis zu 250 Personen vermisst gemeldet. Die Kriminaloberkommissare Linus Haje und Lara Grünberg ermitteln nun in dem Fall einer jungen Frau, die seit 24 Stunden spurlos verschwunden ist. Ihre Tante und ihr Freund werden als Zeugen vernommen. So, Frau Neitzke, wir waren ja jetzt hier an der Wohnanschrift Ihrer Nichte, ne? Genau, die Celina ist meine Nichte und auch wirklich ein zuverlässiges Mädchen. Und wir telefonieren regelmäßig und ich konnte sie heute wirklich nicht erreichen. Also dann habe ich Björn angerufen, der hat auch nichts gehört. Das ist völlig untypisch, sagen Sie. Also sie ist nicht so eine, die alle eine Nase lang mal ins Handy geht und dann wieder ein paar Tage nicht. Auf gar keinen Fall. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Gehört? Gehört gestern. Also wir telefonieren, wie gesagt, regelmäßig. Okay. Dann habe ich den Björn angerufen und wir sind zur Wohnung gefahren. Björn hat aufgeschlossen und wir haben Blutspuren in der Wohnung. Ich kann mir das nicht erklären. Ja, wir haben es ja gesehen, aber haben Sie irgendwie die Arbeitsstelle oder sowas schon angerufen? Freunde, Bekannte, alles, was es so gibt? Noch gar nicht. Also dann kam der Raphael rein, der Mitbewohner von meiner Celina, und hat uns auch direkt angepöbelt und wurde aggressiv, auch Björn gegenüber. Und er hat sowieso Mietschulden. Und ist da irgendwas zwischen Ihnen, zwischen dem Raphael und zwischen ihm? Genau. Nein, zwischen uns ist gar nichts. Also er ist der Mitbewohner von meiner Freundin und eigentlich kann ich den Typen gar nicht ab. Also der Vermissten. Und des Weiteren Tatort, auch nochmal mit Blutspuren. Ja. Die Spuren in der Wohnung der Vermissten deuten auf einen Gewaltakt hin. Die Kripo-Beamten vermuten, dass die 22-Jährige in ihrem WG-Zimmer angegriffen und entführt wurde. Die junge Frau hatte ständig Streit mit ihrem Mitbewohner. Er gilt deshalb als tatverdächtig. Was meinst du, wollen wir uns den Knaben unten nochmal in unserem Keller angucken? Wollen wir mal einen Kollegen, die können auch gleich die Fahndung für uns machen, oder? Genau. Also einen mutmaßlichen Täter haben wir aktuell natürlich noch nicht. In der Wohnung, die scheinbar nicht aufgebrochen wurde. Wir haben zumindest keine Spuren entdecken können. Entsprechende sieht es aus, wie als hätte er einen Panzer gedreht. Das Mädchen ist weg. Blut, zerbrochene Dinge in der Wohnung, also ziemliches Chaos und wir haben halt... Im Moment haben wir wirklich gar nichts. Es kann auch sein, dass da eingebrochen wurde, mit einem falschen Schlüssel reingegangen ist. Also wir tappen im Moment im Dunkeln, aber vielleicht kann er uns unten helfen. Hallo. Er sagt nichts. Mein Name ist Grünberg. Das ist mir auch scheißegal. Das ist aber unhöflich, ganz ehrlich. Wir können ganz normal sprechen, oder? Also, würde ich auch sagen. Wir sind nette Menschen. Und Sie bestimmt eigentlich auch. Das hilft Ihnen ja auch weiter. Ja. Wo ist Ihre Mitbewohnerin? Und warum sieht es in der Bude aus wie Sau? Ja, fragen Sie die doch. Ich bin doch hier. Keine Ahnung, wo die ist. Ich habe nur gegen die scheiß Tür getreten. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich bin unschuldig hier. Lassen Sie mich wieder frei. Unschuldig sind alle, die hier sind. Warum sind Sie so aggressiv? Warum nicht? Ja, weil mich das aufregt. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße hier mit den Drecksbullen. Doch dann erhalten die Kriminaloberkommissare einen entscheidenden Hinweis. Ein ungewöhnlicher Internetlink wird schon bald Abscheuliches zutage fördern. Eine Nachricht von der Spurensicherung. Guck mal hier. Einmal hier nochmal die Spuren. Was ist das? Das ist der Notiz. Zeig mal. Blog von der Gesuchten. Und guck mal deine Internetadresse. Was ist das denn für Code oder welch? Guck mal, da fehlt ja das HTTP. Ja. Aber es sieht irgendwie seltsam, oder? Und das hat sie wahrscheinlich da reingelegt. Ich glaube, wir gehen mal eine Runde surfen. Auf jeden Fall. Uns hat natürlich geholfen, dass die Spurensicherung sich bei uns direkt gemeldet hat und hat uns den Hinweis gegeben, dass es da wohl ein Notizbuch gibt, in dem sich eine vermeintliche Internetadresse befindet. Das war für uns natürlich eine heiße Spur. Dadurch sind wir natürlich auf diese Internetplattform gekommen. Ach, guck mal hier. Partnerbörse? Leihmütter. Okay, aber das ist ja alles... Jetzt mal, was ein Zufall. Das ist auch wirklich... Also jetzt guck doch mal. Das ist die doch. Aber sie heißt doch nicht Jovana Blavatsky. Mach das mal größer. Lebt in der Nähe von Kiew. Schau mal hier, lebt in Rumänien? Da müsste sie ja gestern weg sein, aber ganz ehrlich. Aber das ist sie doch. Also ich würde auch sagen, die ist das. Soll ich das Foto nochmal holen oder bin ich jetzt blöd? Nee, brauchst du nicht. Ganz ehrlich, das ist doch im Sinn. Wir gehen ja auch nochmal gucken rüber, aber das können wir auf jeden Fall so entscheiden, dass das ihr Bild ist. Ja, definitiv. Aber Kiew ist ja nun kein Stadtteil von Duisburg, wenn ich richtig informiert bin. Also von daher stimmt das auch nicht. Warte mal ganz kurz, hier unten geht's noch home. Ja, mach mal. Ups. Was? Endlich Eltern werden. Der kryptische Link führt die Kriminalisten zu einer versteckten Homepage, die über herkömmliche Suchmaschinen im Internet nicht auffindbar ist.
Das Institut vermittelt illegal Leihmütter im Ausland. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf Emmerichstraße 25 in Duisburg. Okay. Kannst du merken? Das kann ich merken. Emmerichstraße 25. Ja, weißt du was? Wir gehen mal rüber und dann fahren wir dahin. Der Plan? Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg will sich als interessierte Kundin ausgeben und undercover herausfinden, was es mit dem dubiosen Institut auf sich hat. Ein Technikexperte installiert vor Ort eine versteckte Kamera. Ja, dann erzähl doch mal, wie machen wir das jetzt? Ich habe hier einen Pulli für dich mit integrierter Kamera. Mhm. Soll ich den festmachen? Ja. So. Und hier ist das? Ja. Also da dran, okay. Da passt du bitte auf, dass du nicht mit dem Finger davor kommst, ja? Okay, gut. Der überträgt ein gutes Bild. Meinst du? Ja, bin ja mal gespannt. Technik ist soweit. Sieht man? Moment, noch nicht. Oh, ja. Alles ich bereit? Seh mich. Alles gut. Okay. Handy hast du? Handy habe ich. Wenn was ist, sei vorsichtig. Ist klar. Bis gleich. Danke. Bei der verdeckten Ermittlung ist äußerste Vorsicht geboten. Wenn der Leiter des Instituts in illegale Machenschaften verstrickt ist, ist er zu allem fähig. Mein Name ist Lara Bauer. Ich würde gerne in Herrn Dr. Plassmann sprechen. Ich habe einen Kinderwunsch und ja, ich würde gerne mein Gespräch führen. Sehr gerne. Der Herr Doktor ist gerade in der Beratung. Ich gebe Ihnen gerne einen Flyer mit. Das macht das schon mal gut. Okay, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Dann im Büro. Wer ist er denn? Was macht der denn da? Ein Security-Ochse in der Arztpraxis? Hä? Das ist echt seltsam. Die Kriminalisten vermuten, dass der Arzt etwas zu verbergen hat und deshalb einen Sicherheitsmann in seiner Praxis benötigt. Doch plötzlich taucht noch ein weiterer verdächtiger Mann auf. Hey, Scheiße, wer ist das denn? Das war der... Na, du kennst ihn ja nicht, das gibt's doch gar nicht. Das war der Typ, der Freund von der, die wir suchen. Ich glaub das ja wohl überhaupt gar nicht. Was macht der denn hier? Als mein Kollege mir dann eine Textnachricht schickte, wonach jetzt der Freund der Gesuchten das Haus betreten hat, da war ich natürlich baff. Ich wusste erstmal gar nicht, was jetzt passiert. Ja. Es war ganz klar, jetzt ist hier definitiv irgendwas am Laufen. Und es war klar, ich muss erstmal raus, um mich mit meinem Kollegen zu besprechen. Puh, das war aber knapp. Ganz ehrlich. Das ist ja merkwürdig, oder? Was macht der denn da? Ich weiß es nicht. Wir sind hier beobachten und gucken, was du da machst. Übrigens, geiles Bild, hervorragend, gestochen scharf. Und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, ich denke, den kennst du doch, und verschwinde da hinten in dem Hintereingang. Ich denke, er weiß von nichts. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Ich bin jetzt echt baff. Das war doch das Unschuldslamm schlechthin, oder? Komm, wir gehen zusammen gucken. Wir gehen rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Wieso steht da so ein Security-Ochse in der Arztpraxis? Verstärkung? Ist angefordert. Okay. Kommt. Gut. Der Freund der Vermissten muss etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Er hat durch die Kripo-Beamten keinen Hinweis auf das dubiose Institut erhalten und scheint sich dort auszukennen. Komm mal, was ist das? Was ist das denn? Wir haben da eben einen Betrag rausgefahren, hast du das gesehen? Ja, und das ist doch das Mädchen. Das ist unsere. Hier, guck mal hier, schau mal hier. Das Mädchen ist bewusstlos. Ich rufe erstmal RTW. Mach schnell auf, komm. Egon von 3216, Minus. Wir brauchen dringend in unsere Klinik an RTW. Hau rein. Ey, komm. Ja, komm. Geh mal rein. Stille, Polizei! Loslassen! Hey, loslassen! So, komm. Bleib hier bleiben! Stehen bleiben! Runter damit! So, ruhig! Wir wollen nicht rammeln! Ganz runter, richtig! Auf den Boden! So, hinknien! Auf den Boden! Ein Opfer informiert die Ermittler, dass der Leiter des Instituts vor wenigen Minuten noch vor Ort war und offenbar versucht zu fliehen. Ja, da geht's irgendwo auch durch. Ich weiß nicht, lass uns also mal gucken. Stehen bleiben! Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Sie bleiben stehen! Aber sowas von stehen bleiben! Hände auf den Rücken! Sofort! Ich hab gesagt, Hände auf den Rücken! Hände auf den Rücken! Füße runter! Der Arzt hat versucht, Beweismittel verschwinden zu lassen. Er wollte die Frauen künstlich befruchten und sie gegen ihren Willen als Leihmutter benutzen. Noch ist jedoch unklar, welche Rolle der Freund der vermissten jungen Frau dabei hatte. Na gut, jetzt kommen wir eine Spusi machen. Wer ist Zeit für euch? So, jetzt was heißt ja, Sie haben Patienten. Haben Sie eben gerade frisch was, irgendeine Operation durchgeführt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Demenz als Arzt ist blöd.
dieses Institut, ich setze es mal in Anführungszeichen, Institut, werden wir jetzt natürlich erstmal dicht machen. Das wird versiegelt, da wird die KTU, die Spurensuche, wird das Haus auf links drehen. Wir werden dort sicherlich einige Hinweise finden, die darauf schließen lassen, dass das hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir haben parallel während des Einsatzes die Info bekommen, dass dieser Herr Doktor sowieso eben kein Herr Doktor mehr ist, weil er vor 2 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, seine Approbation schon verloren hat. Also das ist kein guter Mensch. Das heißt, er praktiziert ja unter einem falschen Doktortitel, vielleicht ja sogar noch unter einem falschen Namen, wir wissen es nicht. Also das ist ja alles ganz dubios und ich glaube, da wird noch einiges ans Tageslicht kommen, wenn wir diese Hütte hier durchsucht haben. Ist Ihnen irgendwas jetzt angetan worden, außer jetzt hier diesen sichtbaren Verletzungen? Ich weiß nicht genau. Ich habe halt irgendwelche Mittel bekommen und war bewusstlos und weiter kann ich mich an nichts erinnern. Ich weiß auch nicht, ob schon irgendwas vorgenommen wurde an mir. Ich sollte zur Behandlung vorbereitet werden, aber dann kam sie auch schon. Und was ist jetzt das hier? Ja, wir waren zu Hause und dann, ich weiß nicht, ich habe Björn gesagt, dass ich das nicht machen will, weil erst hat er erzählt, dass es mit Untersuchungen, die irgendwie Leuten dann helfen. Und dann war ich mir aber auch noch nicht sicher und dann meinte er halt irgendwann, dass es eine Leihmutterschaft für Pärchen, die keine Kinder kriegen können. Und ich hatte halt schon ein bisschen Mitleid, aber ich habe nicht klar Ja oder Nein gesagt. Ich habe mich wahrscheinlich irgendwie blöd ausgedrückt oder so. Und dann hat das Schwein, keine Ahnung, weil er dann meine Reaktion blöd fand oder so und er das unbedingt machen wollte, weil er dafür wohl Geld bekommt, ich weiß nicht, hat er mich geschlagen und entführt. Und also er wollte, dass sie als Leihmutter fungieren. Björn steckt in der ganzen Sache, unser Unschuldsnamen von der Wache. Eine Frage nochmal, ist irgendjemand bei Ihnen oder bei Ihnen irgendein operativer Eingriff vorgenommen worden? Wie Sie sagt, noch nicht, aber ich... Ist das sicher? Sie wissen es nicht. Ich weiß nicht. Dann müssen wir auf jeden Fall untersuchen. Ne? Ja. Sie sind ja damit einverstanden. Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Gut. Diese Leihmutterschaftsgeschichte ist in Deutschland nicht erlaubt, aus ethischen, aus moralischen, aus sittlichen Gründen. Es gibt allerdings Länder in der Welt, wo es tatsächlich aus kommerziellen Gründen erlaubt ist. Die USA gehören zum Beispiel dazu, aber auch die Ukraine. Ja, ist doch alles gut gegangen. Danke. Ne? Dann bis später. Der Arzt und sein Komplize erhalten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Menschenhandels, Betrugs und Verstoßes gegen das Embryonenschutzgesetz. Den Sicherheitsmann erwartet eine Anzeige wegen Mithilfe sowie Billigung einer Straftat. Die verschleppten Frauen haben keine bleibenden Schäden davongetragen.